Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Schild. DLC-Content, ne? Fleckneul. Oh, das Wasser sieht aber gut aus. Das Wasser sieht echt gut aus. Oh, Fletchiabo. Auch sehr cool. Oh, Quappo. Schlurp, mein Gott. So ultra cool. Finsterball, passend. Wer bist denn du? Du wirst niemandem glauben, was ich gesehen habe. Ja, zeig mal. Klavion. Nett. Ja. Wechselt jeden Tag. Wo komme ich denn jetzt hier bitte raus? War das diese... Antibs. Riesiges Weilort. Ja doch, ich bin hier nicht reingegangen scheinbar, aber... dieser Öffnung hier müssten wir theoretisch vorbeigeschwommen sein. Oder vorbeigeradelt. Okay, verstehe. Was bist du? Schmerbe! Du bist ein Quapsel, ja. Was hast du für ein Pokémon gesehen? Wow, Tentacher, wow. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich jetzt noch nie gesehen. Flormel, Entoron. Das ist also so groß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Händen, was bist du? Velsa. Item. Sonderbonbon. Brauche ich nicht. Wo führt mich denn dieser Weg jetzt zum Beispiel hin? Nestball? Ja, toll. Der bringt mir jetzt bestimmt noch viel. Schadrago, oh mein Gott. Superball. Superball. Kleines Quapsel. Kleinknochen. Flasche Wasser. Naja, wow. Bitte töte mich nicht. Was? Du willst kämpfen? Tun wir das, aber... ich darf sie mit jemand anderem anlegen. Drache gegen Drache. Bist du bereit? Scheinbar, ja. Das ist auch cool. Ich habe tatsächlich mal einen Shiny gefangen in Pokémon Weiß, glaube ich. So in Grün sieht das verdammt cool aus. So, ganz klar. Drachenpfeile. Es ist ein bisschen seltsam, dass hier lebende Pokémon verschossen werden. Ich meine ja nur. Oh. Sehr gut. Na, Schadrago. Keine große Klappe mehr, ne? Oh, der Schweif von Katapulta ist durchsichtig. Das fällt mir erst jetzt auf. Das ist ja cool. So, wo wollte ich jetzt lang gehen? Da hoch. Fletchiabo! Komm her! Komm her! Ich will gegen dich kämpfen. Ein Shiny wird auch cool. Ein Shiny wird wirklich auch cool von dem. Okay, mein Freund. Phantomkraft. Oh, was passiert da? Katapulta verschwindet. Sieht so cool aus. Psychokinese, ja. Was auch immer. Und sag gute Nacht. Oh, cool. Ja, gibt es gute Erfahrungspunkte? Ja, doch. Kann man nicht meckern. So, was machst du hier drin? Du wirst nie mehr glauben, was ich gesagt habe. Oh Gott. Sag's mir doch einfach, mein Gott. Wuffels, das ist wiederum interessant. Ob man hier auch irgendwie die... wie heißt die dritte Form von Wolverock? Oh mein Gott, Brokkolos. Ich kämpfe mir auch. Aber mit Gotrom. So. Ja, die Zwielichtform war das bei Wolverock, ne? Tagesform, Nachtform und Zwielichtform. Zwielichtform war wirklich cool. Wobei es war halt mehr so ein Event-Ding, ne? Aber wer weiß. Ist auch noch nicht sicher, dass mein Team jetzt hier definitiv so bleiben wird, wie es ist. Ich irgendwas Cooles sehe. Warum nicht, ne? Solltet nur zu Beginn mit nur Galar-Pokémon kämpfen. Ich meine, ich hatte in meinem Let's Play mit Pokémon-Schwert auch ein Pampros dabei. Ganz einfach, weil Pampros ist einfach fantastisch. Das ist halt wirklich fantastisch. So, und ich kämpfe immer mit denselben Pokémon, kann das sein?
Was haben wir hier noch? Eisenschwein. Ja, eine Überlegung wert für Duraludon. Zum Beispiel. Was hatten wir hier drin? 2000 Watt. Oh, Klavion gibt's hier. Okay. Klavion? Nee, danke. Doppelleber, Doppelleber. Und nein, falls jemand fragt, das hier ist keine Nuzlocke, kein gar nichts. Einfach nur ein Blind Let's Play zum DLC. Oh, absolut. Das ist fantastisch. Kannst du das überleben? Und wie ist das überlebt? Wow. Nicht verkehrt. Ich frage mich, kann ich überhaupt... Braucht noch ein Pokémon, das Donnerwelle oder so beherrscht? Es gibt ja auch wilde, legendäre Pokémon. Wilde, legendäre. Und, die will ich mir natürlich holen. Sag ich euch, wie es ist, ne? Und ohne... Ja... Paralyse oder so, wird das schwer. Ich kann mit Irrlicht... Wow, was machst du da? Ich kann zwar mit Irrlicht einem Gegner Verbrennung hinzufügen, ja, aber... Es bringt nicht viel. Beziehungsweise, es bringt schon viel, aber... Ne, dann wird es auch noch jede Runde Schaden nehmen und... Die Chance, dass wir es fangen könnten, ist ein bisschen gering. Warum ich jetzt hier so ein Azuril fange, ich weiß nicht. Ich versuche es zumindest. Ihr seht ihr, ich habe schon bei einem Baby-Pokémon Probleme, es zu fangen. Gut, ich kann auch nochmal angreifen. Ich meine, so ist es ja nicht. Könnte ich sogar nochmal? Ich weiß nicht. Slam. Das macht mehr Damage, als so ein kleines Absolut überhaupt austeilen sollte. Ich könnte auch einen Hyperball werfen. Mein Gott, ich habe genug davon. Und? Dankeschön. Ja, bei Pokémon geht es ja nicht nur ums Kämpfen, sondern auch ums Fangen. Deswegen so, alle paar Parts sollte man schon wieder mal ein Pokémon fangen. So, kleines Azuril. Ab auf die Box mit dir, geh spielen. Na, du nicht. Du nicht. Oh Mann, Schaneda. Müssen wir eigentlich auch mitnehmen. So. Müssen wir eigentlich auch mitnehmen. Es gibt sehr gute Erfahrungspunkte. Okay, aber das kann jetzt eigentlich nicht so selten sein. Sind wir uns einig, oder? Wir haben jetzt schon ein paar davon rumlaufen sehen. Okay, dann. Giftstreich. Oder was machen wir? Ja, komm. Giftstreich. Wie viel Damage machen wir hier? Oh, wow, wow. Ernsthaft? Ernsthaft? Wird das jetzt wirklich so ein Ding? Hast du dich jede Runde... Ah, okay. Okay, doch, das passt dann. Nochmal Giftstreich. Sehr schön. Ja, ein legendäres Pokémon-Team, ich weiß. Normalerweise mache ich das auch gar nicht, aber... Vielleicht wird es das Pokémon sein, das ich auswechsle, weil Drachentypen haben wir eigentlich genug. Was hast du denn gesehen? Algit. Ja, habe ich auch schon eins gesehen oder zwei. Ein Tandrak ist halt wirklich cool. Hier kommen wir schon mal raus. Das ist doch gut. Aber ich glaube, es hätte da... Vaterprüfung. Da ist es ja! Da ist es ja! Muffles. Ha! Steht einfach so rum, wisst ihr. Jetzt ist die Frage... Kann ich dich? Wir versuchen den Flammenwurf, komm. Lass nicht mal Step drauf. Und, ja, doch mehr Damage, als ich gedacht hätte. Tarnsteine, okay. Bringt aber nicht so viel. Ich habe nicht vor, mein Pokémon zu wechseln. Werfen wir... Ah, Flottbell hätte ich auch noch. Muss ich dran denken. Muss ich dann dran denken. Und? Geht doch. Ich weiß nicht, warum ich mir hier Pokémon fange, die ich nicht benötige für den Kampf, aber... Mein ja nur. Doch, Wumms ist cool.
Mit seinem steinernen Fellkragen schlägt Wuffus auf den Boden, um Gegner einzuschüchtern. Schreckt nicht zurück, greift es sofort an. Ja, das ist ja cool. Ah, ist ja cool. So, wieder mal was mitgenommen. Ich dachte schon, was ist das, aber... was ist das da? Wischnu, okay. Bisschen Energie mitgenommen. Panzer, Iron, lass mich in Ruhe bitte, ja. Allmantel. So, wo gehe ich mal hier hoch? Was sind das für Teile hier? Sagt da nichts dazu. Komm ich hier durch ohne... Ja, komm ich. Perfekt. Rüstungserz wieder bekommen. Ja, ich rase natürlich in ein Pokémon rein. Kiesling! Lass ich jetzt aber da. Lass ich jetzt aber da. So, weg. Hab schon die Entwicklung nicht mitgenommen. Brokkolos, ja genau. Ist der Name kurz für 2 Sekunden entfallen. Es tut mir leid. Tut mir leid. Okay, nee, wie gesagt, dich lassen wir da. Aber Schutz möchte ich denn doch nicht einsetzen, weil, ja, man weiß ja nie, was man hier noch finden kann. Weiß ich halt wirklich nicht. Denn ich wiederhole es gerne. Das Spiel ist blind für mich. Das heißt, das Spiel, das DLC halt, ne? Das ist ein Pokéball. Nehme ich natürlich mit. Muskelband. Verstärkt physische Attacken etwas. Ja. Interessant, aber nee. Nicht unbedingt. Der Ruf war von Panzero, nehme ich an. Ja, das hier umherdüst. Lass mich in Ruhe. Kann ich die Treppen hochfahren? Ja, kann ich. Wow, was für ein Rad. Bin ich hier schon wieder, wo ich nicht sein soll? Turm des Unlichts. Leider bist du noch nicht würdig. Oh, cool. Ja, ich gehe hier alle Wege, die ich nicht gehen sollte. Schattenbrille. Interessant. Next Strike. Fett. Sehr fett. Ja gut. Das war jetzt ein Ausflug, den ich mir hätte sparen können. Was sehen denn meine Augen da? Oh, was? Wo gehe ich eigentlich hin? Oh mein Gott. Oh doch, hier war ich und da bin ich darüber und ja. Oh, Wuffus. Wow. Habt ihr diese Vollbremsung gehört? Die Tagesform gibt. Nee, das war nicht die Zwielichtform, oder? Nee, das war die Tagesform, ja. Sehen halt sehr ähnlich aus. Kämpfergrotte, aber niemand wollte gegen uns kämpfen. Ja, aber hier gab es noch einen anderen Ausgang. Wenn ich das richtig gesehen habe. So, wir sind natürlich gleich unten. Ja, da vorne. Da vorne. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Halt weiter unten. Ja, jetzt sind wir, ja. Kann aber hier nicht ins Wasser, das ist interessant. Bisschen Carbon brauche ich auch nicht. Schade, dass ich hier nicht ins Wasser kann, aber sei es drum. Was? Oh. Das ist ja gut, Kleines. Hast dich wohl erschrocken, ne? Deswegen lassen wir dich in Ruhe. Flucht, bitte, danke. Shit, ich glaube, ich bin hier komplett falsch, oder? Bin hier halt komplett falsch. Hier sollte ich wirklich später hingehen. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich wieder zurückschwimmen, kann das sein? Ugh. Ah, ist ja fantastisch. Warum mache ich das immer? Ja, halt nicht den Weg nehmen, den man gehen sollte. Warum tue ich das immer? Ja, aber so lerne ich ein bisschen den Aufbau des Ganzen. Wenn ich nicht jede Insel noch abgrase, glaube ich, sind wir schnell da. Nicht ganz so schnell wie zu Hydro wäre. Aber hey. Das passt schon. Ja, jetzt haben wir 2 von diesen Prüfungsdingern da.
gesehen, wo ich noch nicht stark genug bin oder was auch immer. Nun ja. Gut, dann sehen wir uns halt hier ein bisschen um. Wow, Calamanero. Wie komme ich denn wieder in den Wald rein? Ich sollte mich vermutlich den Weg nicht rund um die Insel durchschlagen, sondern... Oh, Fioscoda. Sondern direkt... Ja. Krebutak, interessant. Was wollte ich sagen? Egal. Urkel, auch nett. Da ist eine CM. Ausdauer, brauche ich nicht. So, wo führt mich denn jetzt dieser Weg hier hin? Kann ich ins Wasser rein? Doch, von hier. Nee, nicht Urkel. Urkel, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Das Konzept ist cool, besonders wenn es ein Pikachu verspucken kann, aber... Ja. Ja, doch. Das Konzept ist cooler als das letztendliche Pokémon und somit hat es seine Daseinsberechtigung. So, was sind denn hier? Tapferkeitshöhle. Da war relativ dieselben Pokémon. Da war ein Tetoxa. Wow. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh Gott. Tektas, lass mich in Ruhe. Britziegel. Wollte ich zu Beginn auch im Team haben, aber irgendwie hat es mich dann doch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Leider. Ich find's cool. Wow. So viele coole Pokémon. Ja, nee, ich gehe jetzt dahin, wo ich eigentlich schon hätte meine Reise oder meine Erkundungstour beginnen sollen. Und zwar zum Anfang. Ich meine, das Hauptspiel war ja... Oh mein Gott. Das Hauptspiel war schon ziemlich linear. Muss man sagen. Und jetzt hier diese große offene Insel. Das hat schon noch mal was anderes. Da war nichts, ja. Zwei Lorde. Das ist riesig. So, kann ich jetzt bitte bald mal da sein? Ein bisschen rumklingeln. Vielleicht hört mich ja jemand. So, da vorne müsste ich... Ja, hier bin ich, glaube ich, ins Wasser. Genau, wow. Okay, Leute. Wir haben jetzt drei Parts lang die Insel einfach nur erkundet, ohne zu wissen, was wir tun. Und nun können wir den Weg richtig in Angriff nehmen. Erstmal von einem Kingler begrüßt werden. Oh, hier gibt... Wow. Aber er hofft sich zu teleportieren. Macht mich nervös. Oh, hier hat es auch Wuffels gegeben. Okay. Ich soll ja nicht zu dem Dojo hingehen, wurde mir gesagt. Sami. Oh, wäre das schön, wenn man hier die Shinies erkennen würde. Oh, es ist sowas von Luxus in Let's Go. Warum man sich dafür entschieden hat, ich weiß nicht, aber ich war ein Fan von. Warum man sich jetzt hier wieder dagegen entschieden hat... Ich meine, es ist immer noch selten, dass ein Shiny auftaucht, aber... Ne? Man würde es halt erkennen. Was ist... Oh. Dick. Dick? Dick da, würde ich sagen. Oh, Dick, da steckst du also. Oh, natürlich gehört das zu so einem Buddler. Na, du kleiner Ausreißer. Ich habe schon Sorgen um dich gemacht. Dick. Danke, dass du bei Dick da gefunden hast. Ja. Das ist aber ein komisch Dick da. Nein, es ist die Alola-Form, ja. Oh, wer hätte gedacht, dass ich jemanden treffe, der sich mit Regionalformen auskennt? Tja, du liest Gold richtig. Dieses Dick da stammt aus der Alola-Region. Während meiner Reise durch Alola hat es mich mit seinen drei goldigen Härchen... Härchen, es hat doch zwei S, oder? Sieht dumm aus. Einfach völlig verzaubert. Deswegen habe ich vor meiner Reise so viele von ihnen gefangen, wie ich nur konnte. Aber als ich nur einen kleinen Moment lang unachtsam war, haben sie sich alle Himmelsrichtungen vergraben. Ich habe so meine Probleme damit, sie zu finden, wenn sie unter der Erde versteckt sind. Aber du scheinst dafür eine Spürnase zu haben. Würdest du mir einen Gefallen tun und auch nach den anderen Dichter suchen? Klar. Das ist unheimlich nett von dir. Mir fehlen die Worte. Du hast eins meiner Dichter gefunden, das bedeutet, es fehlen noch 105... Alter. Falls du eins von ihnen findest, schick es bitte zu mir zurück, ja? Oh, was? 150?
Toll, und die sind jetzt wahrscheinlich erst jetzt auffindbar. Ja gut, das könnte schwer werden. 150 Stück. Ich meine, so klein und übersichtlich ist die Insel jetzt nicht. Wobei, da ist schon eins. Oh, hier gibt es noch 70. Achso, ich verstehe. Oh mein Gott, das will ich machen, aber... Vermutlich... Ha. Vermutlich offscreen. Weil, ja... noch 16 hier. Doch, man erkennt sie eigentlich relativ gut, ja. Eigentlich. Was sind das hier eigentlich für Xe? Diese Grasbüschel, die sehen aus wie Xe. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, die Steine sehen halt genauso aus wie die Dick da, ne? Mehr oder weniger. Ich hoffe, im Gras... Was? Oh, nicht gesehen. Ich hoffe, in diesen Grasfeldern sind die nicht versteckt. Ansonsten, ja, viel Spaß damit. Ansonsten viel Spaß damit, die zu suchen. Na, bitte flüchten. Bitte, bitte flüchten. Dankeschön. Ja gut, wir werden unsere Augen natürlich offen halten. Versteht sich von selbst. Wir helfen ja gerne. Hier ist noch eins. Noch 15. Aber immerhin ist es in Gebiete aufgeteilt. Man kann so wirklich sagen, okay, hier habe ich alle... Das ist fair. Ansonsten wäre es eine ziemliche Herausforderung, ja. Sagt Zeit eigentlich. Würdest du bitte nicht in die... Nein. Nein, sagte ich. Nicht pfeifen. Ja, wir sollen uns von diesem Ding ins Fernhalten, wurde uns gesagt. Was? Cooles Fahrrad, was? Hast du das gesagt? Fahrrad ist immer eine große Leidenschaft. Wenn es um ihre Wartung geht, bin ich ein Profi. Fahrrad anpassen. Gleichsend ist schwarz. Oh mein Gott. Aufladegeschwindigkeit bis aufs Maximum erhöht. Oh mein Gott. Wenn du's... Oh mein Gott. Seht euch das an. Oh, das ist cool. Wow. Aber wir sollen ja hier hingehen. Was uns hier in diesem Dojo erwartet? Ne, wir sollen ja eigentlich nicht hier hingehen. Können wir darüber reden, dass es jetzt ultra cool aussieht? Oh mein Gott, das ist cool. Ja, aber Leute, im nächsten Part werden wir uns mal dieses Dojo ansehen, obwohl wir uns eigentlich nicht da umsehen sollen. Wie auch immer, Leute, für heute war es das mit Pokémon Schild. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.